So, wer noch weitere Fusionen haben will, muss Bescheid sagen. Oh, wir können jetzt hier einfach direkt zum Kraftwerk runter, aber da unten ist ein lila Ball, an den kommen wir nicht dran. Oh Gott, das greift uns direkt an. Ist direkt ein Voltoball. So, bevor es explodiert, schnell fangen. Der eine wollte ja einen Voltoball haben. Und wir wollen auch Voltoball haben für doofe Fusionen. Voltoball wurde für den Pokédex hinzugefügt. Es hat eine unglaubliche, unerklärbare Ähnlichkeit zu einem Pokéball. Weil es explodiert durch die leichteste Erschütterung, wird es selbst von erfahrenen Trainern mit Vorsicht behandelt. Ja, einen Voltage könnten wir uns jetzt machen. Und einen Charge Beam haben wir gekriegt. Oh, hier kann man sich einen Slimer fangen. Auch gut. Leute, ich muss gleich mehr Pokebälle holen gehen. Ich will was mit Carpador. Wir haben einen Carpador. Du musst bloß sagen, was du willst. Slimer, das Schlamm-Pokémon vom Typ Gift. Geboren aus verunreinigtem Schlamm im Meer, ist Slimers Lieblingsessen alles Schmutzige. Sie ernähren sich von Abflusswasser, das aus Fabriken gepumpt wird. Na, lecker. Ein Donnerstein, okay. Der ist gut. Und Magnetilo auch noch. Wir kriegen hier die ganzen guten Sachen für richtig coole Fusionen. Oh, jetzt habe ich es nicht vorgelesen. Ist egal. Das Tor geht nicht auf. Ladestrahl, interessant. Ich will trotzdem wissen, mit was ihr die Fusionen haben wollt. Ihr müsst mir das schon sagen, sonst kann ich nichts fusionieren. Oh. Ihr habt versehentlich das Voltoball kaputt gemacht. Aber hier kommt noch eins. Mit Glumanda, wir haben keinen Glumanda. Aber du kannst bei Metbaron reingucken. Der hat seinen Glumanda mit einem Dings verschmolzen. Das weiß ich. Mit einem Carpador. Nee, den Spitznamen geben wir nicht. Den Voltoball geben wir uns gut auf. Und einen Schutz. Kannst du Slime mit einem Vogel kombinieren? Weiß leider nicht, ob du nur welche in der Box hast. Sag mir, mit welchem Vogel und ich hol ihn. Du musst mir bloß sagen, mit welchem Vogel. Zwei Voltos. Zwei Voltoballs? Marma. Große Auswahl. Ja, die hast du jetzt. Du musst mir bloß sagen, welcher es sein soll. Ich guck, dass ich ihn krieg. Aber sollte ja machbar sein. Welche Vögel kamen denn schon? Taubsi, Habitak, Hut.
Bin mir nicht sicher, ob es noch mehr waren. Ich kann ja kurz mal in den Decks gucken. Stimmt, wir haben theoretisch auch noch den da. Ist auch ein Vogel. Die gute alte Laurende. Da sind die Fusionen. Marit mit Borenda, alles klar. Carpador mit dem Muschelding. Mit dem Muschers. Okay, es kann sein, dass wir uns erst einen Muschers fangen müssen, aber das kriegen wir heute. Oder haben wir noch eins? Nee, Muschers haben wir leider aufgebraucht. Besorgen wir uns. Jetzt sind aber erstmal die beiden Voltoball dran. So, Voltoball und Voltoball fusioniert. Volto-Meisterball ist das. Das ist lustig. Das finde ich mega gut. Oder meistergut. So, dein Porenta muss ich gleich holen. Ich habe nämlich dummerweise keine Bällchen mehr. Keine Splicer mehr. Wir holen jetzt erstmal für Hutzkurs noch das Pokémon. Oder wir fangen uns noch einen Carpador. Vielleicht auch einen Premierball für das Viech. Oder auch nicht. Ich habe Angst, das Vieh zu hauen. Okay, Carpador, du hast deine Chance verpasst. Wir nehmen zum Angeln ein Pokémon, das ein bisschen schwächer zuhauen kann. Ich glaube, Muschas gibt's nur am Meer, glaube ich nicht. Alte Stiefel findet man ja auch überall. Aber hier gibt's halt Carpador. Carpador ist nicht gut mit Drogen. Es überlebt nicht mal eine Ladung Acid. Wenn nicht, dann gehen wir halt kurz nach Urania und angeln es da. Wir müssen ja eh nachkaufen. Müsste es da nicht auch Dratini geben? Ich glaube nicht mit unserer Angel. Ich glaube, unsere Angel ist einfach zu schlecht dafür. Aber jetzt beißt auch nichts mehr.
Nee. Ah, die Musik ist wieder da. Nee, hier beißt nichts. Zum Glück können wir uns ja einfach kurz nach Urania teleportieren. Ist ja kein Problem. Und hierher müssten wir uns auch eigentlich wieder zurück teleportieren können. So, ich gehe mal kurz in den Laden. Großeinkauf machen. So, DNA-Splicer. Gib mir mal 20 Stück. Haben wir noch Reverser? Wir haben noch 3. Okay. Dann nehme ich nochmal 10 Superbälle mit, weil da haben wir auch keine mehr. Da weißt du was? Nochmal 10. Wir brauchen davon viele. Und falls ihr sagt, oh Gott, Wolf, du hast alles ausgegeben, du bist pleite. Fürchtet euch nicht. Wir haben noch genug Zeug. Aber ich habe noch nie im ersten Spiel einen Dratini gefangen. Das ist auch verflucht schwer. Also in Kanto-Spielen. Ja, es ist schwer, da an einen Dratini ranzukommen. Alte Stiefel. Hutz, die Muschas meiden uns. Die haben gehört, dass du es mit Carpador fusionieren willst. Ich kann mich nur von Let's Go dran erinnern, dass da eins war. Ja, Let's Go darfst du nicht in Verbindung ziehen. So, wir paralysieren das Vieh erstmal. Shelda wurde gefangen. So, Muschas. Akzeptiere dein Schicksal. Und Hutz, du musst jetzt da sein. Du musst gleich rechts oder links sagen. Bist du da, Hutz? Eine Reaktion von Hutz. Dann ist jetzt erstmal sind Slimer und Porenta. Jetzt kommen erst Slimer und Porenta. Hutz, dann darfst du. Okay, es gibt nur einen Custom Sprite, den nehmen wir. Ein Farmer. Ein schmelzender Farmer, wie es aussieht. Sludge-Duck, ja. So sieht's auch aus. Ja, komm, das ist ein Verteidigungsvieh. Deswegen mache ich Härtner weg. Armes Porenta wird vom Giftmüll verschluckt. Ja, es sieht halt wirklich so aus. So ein Spielhalle oder Safari-Zone, ja. Genau. So. Gut, Hutz. Für dich. Links oder rechts? Welches Untier hätten sie gerne? Welches Untier darf es sein? Links. Alles klar. Oh Gott! Also, Hutz, wenn du dafür sorgen wolltest, dass ich nicht so viel lache, du hast es geschafft. Mein Gott, ist es hässlich. Das ist ein Muschas, das in einem toten Carpador lebt.
Moment mal, warum habe ich überhaupt Combine gemacht? Okay, Holz, Glückwunsch, du hast ein sehr verstörendes Pokémon geschafft. Rettern und Zwielicht stelle ich mir interessant vor. Haben wir noch einen Rettern? Haben wir noch. Aber da wir nur ein Zwielicht haben, kann es sein, dass wir das wieder auseinanderreißen müssen. Du wolltest doch verstörende Sachen, ja, aber irgendwo ist auch mal genug kurz. Okay, nur ein Custom Sprite für Links. Das sieht cool aus. Also das sieht richtig cool aus. Kann ich nochmal zurück? Ups. Egal, dann bleibt das so. Ich wollte nur bestätigen, aber ich habe zu viel bestätigt. Aber es sieht cool aus. Also das gefällt mir. Das mag ich. Geistgift, damit ist es im Prinzip ein Nebulok. Doch, das sieht cool aus. Das sieht richtig cool aus. Ich will aber nochmal zum Kraftwerk. Ich will gucken, ob ich da nicht irgendwie weiterkomme. Oder ob ich da wirklich unten das lila Item brauche für. Sparrow, wir haben uns nie eins davon gefangen für den Pokédex. Und jetzt tut das Spiel gerade nichts mehr. Das Internet tut nichts mehr. Okay, es hatte sich kurz aufgehängt. Verbindung wird wieder hergestellt. Reconnecting. Ist gerade Streamlabs abgeschmiert. Leute, hört ihr mich noch? Aber jetzt sollte eigentlich alles wieder gehen. Ich hoffe, das Spiel stürzt jetzt nicht ab. Das mag es ja nicht so gerne, wenn man raustappt. Ich hoffe, es sind gleich alle wieder da. Ich bin wieder da, sehr schön. Ja, eben hat es irgendwie Streamlabs hat sich gedacht, nope. Jetzt will ich nicht mehr. Hast du gelesen, was ich geschrieben habe? Ja, du hast geschrieben, dass alles, was du möchtest, ich noch nicht habe. Ich habe Maus im Bild. So, das haben wir jetzt auch wieder. Ja, das haben wir noch nicht. Die Sachen müssen wir erst noch irgendwo kriegen. Niemand weiß wo. Ach so, stimmt, das kann ich ja nicht damit treffen. Acid macht ihm auch nichts. Crunch dürfte nicht so viel Schaden machen. Es hat Sturdy Glück gehabt. Aha. Paralyse funktioniert bei mir auch nicht. Warum bleibt das Vieh nicht drin? Ich will tolle Magnetilo-Fusionen.
So. Ich habe halt keine Ahnung, wie wir da noch weiterkommen. Wenn es kein Sturdy hatte, hat er es nicht verdient zu stehen. Ne, wir brauchen hier den Schlüssel. Bin ich mir fast sicher. Oder das Regal da ganz links. Nee, Magnetilo geben wir keinen Spitznamen. Nee, das können wir nicht verschieben, okay. Ich dachte, vielleicht kommen wir da irgendwie durch, aber dann müssen wir hier später nochmal wiederkommen. Oh! Voltmite! Es sind 4 Zuschauer im Chat. Und ich habe ja direkt reingeschrieben, also es sollte eigentlich nicht zu viel... Weil die Leute dürften nicht verloren sein. Die wissen ja, dass ich normalerweise nichts ausmache. Seid ihr alle noch da? Miloetta, Leaf. Statist Nummer 3. So, Voltmite haben wir auch gefangen. Und hier drüben gibt es... Ne, wir brauchen den Türöffner. Okay. Dann ist es so. Wir haben hier noch mehr tolle Pokémon zu fangen. Jetzt sind die Zuschauerzahlen plötzlich gedroppt. Jetzt sind alle wieder weggerannt. Ihr seid noch da, oder? So, Leute. Das war's leider für den Part. Ihr lasst jetzt hoffentlich, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben da. Ein nettes Kommentar, da würde ich mich sehr freuen, was ihr davon gehalten habt. Und wir sehen uns, wenn es dann direkt an der Stelle weitergeht, beim nächsten Mal zu Pokémon Infinite Fusion. Bis dann, euer Wolf.